Was ist mit dir passiert? Ich habe mein Leben für dich riskiert, Megan. Um die halbe Welt bin ich gereist. Und wofür? Es ist nicht, wie du denkst. Steckst du damit drin? Nein, nein, Adam, ich schwör's dir. Genau. Die Entführung war echt. Der Angriff auf Seraph Industries. Sie waren hinter mir her. Sie wollten meine Forschungen. Und wann hast du beschlossen, sie ihnen zu geben? So ist es nicht gewesen. Ich wollte es dir sagen, aber ich konnte es nicht. Boah, immer dasselbe. Ich konnte nicht. Und dann sagte David, wir müssten sie benutzen. Das ist doch schlimm. Und der Menschheit will. David, wovon redest du? Okay, was? Von meiner großen Entdeckung. Die Genstruktur, die ich entdeckt habe, erleichtert den Einsatz von Implantaten. Ich fand sie in dir, Adam. Yep, das habe ich auch schon mitgekriegt. Ich wollte es dir sagen, wirklich. Aber David, zum ersten Mal nimmt er die könnte. Brille ab. Na super. Wie viel besser wir sein könnten. Erst Hugh hat mir die Augen geöffnet. Hugh. Was? Hugh Darrow. Genau, macht der. Anlage, nachdem Namir uns hergebracht hatte. Richard, verbinden Sie mich mit Seraph, sofort. Hugh gibt nur vor, mit Taeyong und den anderen zusammenzuarbeiten. Er hat rausgefunden, was sie vorhaben und ihnen seine Hilfe versprochen. Aber nur, um sie aufzuhalten. Ihr Kontrollsignal wird nicht funktionieren. Aber das tut es, Megan. Sao hätte mich beinahe abgeschaltet. Nein. Nein, das kann nicht sein. Habe ich dich je belogen? Ja? Und? Und? Ich setze deine Software zurück. Na, ich bin schön. Alles wieder in Ordnung. Au! Was soll denn der Müll? Ich habe deinen Chip isoliert, um ihn gegen externe Signale abzuschirmen. Habe ich kürzlich entwickelt, mit Hilfe von Nanotechnologie. Musste das sein? Okay, Mr. D. Geschätzte Abgeordnete, Ladies und Gentlemen, David Seraph hat mich gebeten, Sie heute hier zu versammeln, damit wir uns offen und ehrlich über ein globales Problem unterhalten können. Ach Gott, und was ist es denn? Jetzt droht, unsere Gesellschaft zu zerreißen. Vergib mir. Was war denn das jetzt? Wow. Alter, wieso trainieren die alle so am Rad? Oh Gott. Er hat das Kontrollsignal modifiziert. Ach, neun Chips sind betroffen. Davon hat Hugh nie etwas erwähnt. Ach nee. Ich hole jetzt die Wissenschaftler. Nein, Adam. Ich kenne die Anlage besser als du. Ich suche sie. Da drüben ist ein Hangar. Geh in den Kontrollraum und fahr das Dach ein. Mach uns den Weg frei. Ich kann die trotzdem noch nicht ganz vertrauen und so eine Sache, ne? So, gibt's denn hier noch irgendwelche Nebenquests? Aktuell keine. Sehr schön. Alter, was haben wir denn hier? Hacken wir uns erstmal rein hier. Ich will unbedingt wissen, was da drin ist. Ah, hacken. Oh, endlich. Nach so einem mega beschissenen Kampf. Endlich mal wieder anständiges Hacken. So, und das Ding. Das Ding. Das Ding. So, das Teil auch noch. Komm schon. Zugriff gewählt. Ja, wundervoll. Meister Ecker. Okay, hier ist alles ziemlich weiß und mehr oder weniger unschuldig anmutend. Das ist deswegen interessant. Oh, ich habe vor allen Dingen nicht mehr genug von diesen Teilen. Scheiße. Och man. Geht das mal ein bisschen schneller? Gerade am Anfang ist es doch total nervend, wenn es zu lange braucht. La 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 la. Vor allem jetzt, ne? Nichts passiert, ich werde es trotzdem bekommen. Zugriff gewährt. Ah, damit man wenigstens zwischen sicheren Momenten alles rausholen kann. Ah, die Geschichte der Netzhautimplantats, bla bla bla. Dr. Dubels Triumph, was ist das denn? Wieso bewegt sich das? Crash-Test-Dummy, na klasse. Moment. Ich muss dahin und ich bin von hier gekommen. Okay, mein Kleiner. Du bleibst mir treu, meine kleine Sanji. Genau, das bleibst du. Kleines, süßes Schätzchen. Ladidadidu. Ich und du gegen den Rest der Menschheit. Oh, das ist schon geil, dieses Teil. Halt vielleicht wieder auf nicht ganz tödliche Waffen umsetzen. Ach Gott, erstmal wegstecken hier.
Wenn hier jetzt irgendwo jemand steht und mir direkt auf den Sack geht, dann gibt's sowas von Hauer. Okay, die kommen bestimmt dann alle von dort. Ich hab mir überhaupt... Was? Komme ich hier auch irgendwie raus oder was ist hier los? Du musst das gedrückt halten. Nee. Adam, ich bring mein Team von hier weg. Du musst nach Panchaya und Hugh aufhalten. Wir beide sind damit noch nicht durch, Megan. Ich weiß, wie es aussieht, aber du musst diese Übertragung stoppen. Ich glaube, sie bringt die neuen Biochips dazu, den Nervus Vagus überzustimulieren, was zu schrecklichen Halluzinationen führt. Ach nee. Sie treibt Augmentierte in den Wahnsinn. Ja, und es liegt an dir, das zu beenden. Alter. Es bringt dich nach Panchaya. Viel Glück, Adam. Und noch einer. Wie viel habe ich eigentlich an Energie gerade? Geil wäre endlos. Ich habe noch zwei. Sehr schön. Nein, es ist kaputt. Nein. Was haben sie dir nur angetan? Nein. Jetzt kann ich dich wenigstens noch zum Werfen benutzen, aber na gut. Das nächste Mal, wenn ich hier so jemanden hab, werde ich einfach die Leute mit den Leuten bewerfen. Just take people and throw them at people. Die beste Art und Weise, wie man hier vielleicht um sich schlagen kann. Aber schön, dass alle jetzt so Halluzinogene haben hier. Und bam. Ach, das Blöde ist, wenn man mehr als ein Energiezellenteil hat. Man verschwendet immer Energie, solange man mehr als einen hat. Das ist echt traurig. Ich brauche immer dieses scheiß Boost-Riegel. Ich habe gerade mal 14 übrig. Moment, wo muss ich denn überhaupt jetzt hin? Geradeaus, den Hangar habe ich eigentlich jetzt auch noch angeschaut und alles gemacht. Genau. Und ich habe auch alle großen Kämpfe jetzt fertig. Derosequenz 1, Code 1, 1A, vorkonfiguriert und bereit für Aktivierung. Suborbitale Flugbahn berechnet. Oh oh. Panchaya. Countdown starten, Mr. Darrow? Ja. Countdown starten. Code 000. Bestätige 0. Countdown gestartet. Oh, zum Glück. Ich dachte, das Ding hebt ohne mich ab. Das ist aber mal ziemlich die schnellste Art und Weise, dahin zu kommen. Geiler Spaß, ey. Geiler Spaß. Ich habe mich echt ein bisschen aufgeregt, aber ich konnte mich ja Invis machen. Dann hat's funktioniert. Alter. Was ist denn das? Eine Megaspule oder was? Ach du Gott. Wow. Ist das Hammer. Besser als Achterbahnfahren. Alter. Meine Fresse, ist das cool. Und jetzt sieht man... Ah, das ist doch mal cool. Ah, das ist sogar ein Shuttle. Das ist keine richtige Rakete, sondern ist einfach nur ein Shuttle. Chute Failure. Oh, Parachute. Nicht gut. Haben wir nochmal Glück, dass das eine Wasserbasis ist. Ach du Scheiße. Ja, benutzen Sie Gasgranaten, mehrere Gegner gleichzeitig ins Reich der Träume zu schicken. Ja, habe ich gemacht, hat noch nicht mal bei einem funktioniert. Ah, es war zwar ein Endgegner, aber die zählen nicht. Wie bin ich denn jetzt bitte an Land gekommen? Ich habe doch gesehen, dass ich irgendwie am Boden der Tatsachen, Erdboden, Jensen, irgendwo war. Jensen, hören Sie mich? Ganz schlecht. Ich bin in Panchaya, Pritchard. Was Neues von Seraph oder den UN? Alter. Nichts. Die Anlage wurde kurz nach Darrows Rede vollständig abgeriegelt. Ich kann nicht mal sagen, ob noch jemand lebt. Wow. Und das Signal wird immer noch gesendet. Das heißt, niemand ist sicher, bevor ich da nicht reingehe und es abschalte. Sie aber müssen erst die Abriegelung aufheben. Suchen Sie oben im Turm eine Zentralsteuerung. Moment, also das hier ist ein japanischer Flieger. Das ist ein englischer Flieger und der ist aus Kanada. Interessant. Ganzen Botschafter. Aber das Schöne ist, solange hier jeder irgendwelche mit oder jeder mit Augmentierung mehr oder weniger gehindert ist,
heißt das, dass ich alles frei machen kann und der Hugh Darrow der einzige normale Mensch ist. Aber wieso macht man sowas? Oh, nee. Nee. Ich kann mir schon denken, was gleich passiert. War es doch immer derselbe Bockmist. Ich versuche irgendwas zu machen und dann kommt so ein scheiß Roboter, steht auf und ballert mir voll in die Hüfte. Ich weiß doch, dass du dich bewegst. Ich weiß, dass du dich bewegen willst. Jetzt die Frage, hast du MGs? Sieht mehr aus wie ein... Na okay, ist ein Transportroboter, ist schon mal gut. Aber ich werde mir meine Worte merken. Okay, soweit kann ich noch nicht hochspringen. Habe ich eigentlich... Ich habe doch bestimmt einen Praxispunkt gekriegt, hä? Einen habe ich noch. Na klasse. Also brauchst du denn bitte den einen letzten Praxispunkt? Den brauche ich für das Typhoon-System. Naja, nö. Das habe ich bis jetzt kein einziges Mal probiert. Smart Vision. Für besseres Zielen. Reduziert bewegungsbedingte, ja. Du mich auch, dämliches Zielvisier. Du mich auch. So, jetzt die Frage. Okay, also man kommt jetzt ziemlich schnell dem Ende entgegen. Nehme ich mal stark an. Ach Mann, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wenn ich wieder angefangen habe. Es ist doch immer derselbe Dummes. Wo geht's denn hier hin? Alles voller Geister, das ist unheimlich. Okay, hier kann man nicht hin. Gehen wir mal davon aus, ich habe dieses Elektro-Dings nicht. Wie komme ich jetzt hier vorbei? Ich könnte damit mir einen Weg bauen. Und das wäre wahrscheinlich auch die Möglichkeit, immer... auf einem steht man, oder beziehungsweise auf zwei steht man und eins baut man dann immer nach hinten. Zum Glück bin ich elektrostatisch. Scheiße. Ach so. Ich dachte, es wäre eine Mine oder sowas gewesen. Trotzdem lieber auf Nummer sicher gegangen, als hier irgendwas. So, okay. Jetzt die Frage, wo muss ich hin? Rechts geht's wieder zurück in den Raum und in den Raum will ich jetzt gerade mal. Alles unter Strom. Moment. Da war ich. Ich bin hier hochgesprungen. Müsste eigentlich hier nach rechts. Genau. Ah, da haben wir sie doch. Und die kann ich alle nicht ausnehmen. Was sind das für eine Frechheit? Ist ja nicht so, dass die nichts dabei haben. Schweine die. Den kann ich nicht ausnehmen. Oh, Munition. Ach, die machen es einem echt nicht einfach. Hier gibt es doch nicht mal so eine Art Grund. Ja, Versorgungs. Oh shit. Okay, wir warten jetzt mal noch ein klein wenig, bevor ich mich denn hier noch weiter versuche in die Luft zu sprengen. Nicht, dass da noch so eine Kackmine hochgeht. Aber das scheint mir ein anderer Weg zu sein. Oh Gott, nein, bitte, lass es nicht die Mine sein. Scheiße. Oh Gott, nee. Ah, sehr schön. Ich kann die Teile wirklich relativ gut umgehen. Machen wir das Zeug mal aus hier. Wo sind wir denn? Einmal im Kreis gelaufen, die Peps nehmen wir mit. Genau. Zum Glück ist erstmal alles in Ordnung. Das Einzige, was noch brennt, sind diese dämlichen Sicherheitsteile. Aber das dürfte auch alles gewesen sein. Hier geht's nach oben. Ach du! Ich hasse diese Teile. Alles ist rot. Ich weiß noch nicht mal, ob hier überhaupt was funktioniert oder nicht. Na gut. Wenigstens die Lebensregeneration hätten sie exponentiell machen können. Je mehr man hat, desto mehr oder desto schneller regeneriert man. Nicht. Und dann 10, und dann 20, und dann 30, und dann... Jemand mit wenig Leben würde dann trotzdem nicht so einfach überleben. Darum geht's ja. Und dass man kleine Kratzer irgendwie schneller wegsteckt. So, wo haben wir's denn? Das bedeutet aber auch kontinuierliches Feuern. Funktioniert ab einem Punkt besser und ab einem Punkt nicht. Man muss erstmal nuken und dann kontinuierlich runterbürsten. So, wo sind wir denn? Ja, wir sind jetzt hier in diesem Ding. Mega-Räumlichkeiten. Moment mal. Ah, das war das Ding hier oben. Aha.
Muss mal schauen, wo sie überhaupt hingeht. Hier raus kann man nicht. Hier war ich auch. Super. Das heißt, die Ebene, in der ich gerade bin, ist auch die Hauptebene. Und ich muss nur noch dieses dämliche Signal ausschalten. Mann, ey. Da habe ich Erfahrung gekriegt, damit ich mir diesen blöden Chip reinmache. Und was ist? Ich werde gegrillt dabei. Es tut einem echt in der Seele weh. Wieso ist denn das hier alles so menschenleer? Was will denn der Hugh Darrow überhaupt? Moment mal. Gibt es doch bestimmt irgendwo einen Zettel mit diesem blöden Code. Oder ein PDA oder sowas. Oh shit. Großer Fehler. Ah, wir hacken das lieber. Ich habe ja genug von diesen Stoppdingern. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Das schaffen wir schon. Oder vielleicht auch nicht. Je nachdem. So. Zugriff gewährt. Ja, wunderbar. Sehr schön. Oh, deaktivieren. Und die sind jetzt voll auf die Gegner. Geil. Zum ersten Mal habe ich so ein großes Baby. Yeah. Ich freue mich. Du bist meins. Oh. Wir beide gegen den Rest der Welt. Hoppala. Ich kann nicht draufklettern. Was ist das für ein Scheiß? Ich will hier drauf, Mann. So. Ach, es klappt nicht. Okay, Moment. So. Nein, so kann ich denn der nicht? Jetzt. Los, mein getreuer Minion. Ah, super. Da geht's irgendwie rein. Ah, meine Maus mal wieder. Ach, Blödsinn. So, da geht's hoch, da geht's rüber, da geht's rein. Ich muss mir erstmal hier noch ein bisschen Überblick verschaffen, was es denn hier überhaupt alles gibt. Ah, okay, das hier müssen wir noch holen. Na, Pangea, tiefste Installation 5 wird vorübergehend abgeriegelt. Wieso ist da überhaupt sowas? Moment, ich bin von irgendwo anders gekommen. Okay. Da hoch muss ich. Wird ausgeführt. Dam 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 dam. Eigentlich sage ich das immer, wenn ich schleiche, aber jetzt ist egal. Manchmal klappt es halt, manchmal nicht. Okay, wo bin ich? Ach, gibt's denn hier nirgendwo so einen blöden Code? Der das Ding aufschließt oder sowas. Also. Und tap. Alles meins, alles meins. Und hier ist drin ein bisschen Muni, das war's aber auch schon. Ah, was für ein Raketenwerfer, den ich natürlich nie bei mir habe. Weil das ist einfach nur eine sehr inhumane Art, die Leute loszuwerden. Meine ist mehr so der, ich trete euch so lange, bis ihr umfallt, Methode. Funktioniert auch so ziemlich gut. Ah. Oh, wo bin ich denn? Da bin ich. Da bin ich. Ah, ich bin auf der anderen Seite. Sehr schön. Gut zu wissen. Dann gucken wir uns hier oben erstmal noch fix um. Richard, das Sendezentrum von Panchaya befindet sich in der Basis der Station, in der Nähe des Meeresgrundes. Stimmt das? Ja, aber durch die Abriegelung wurden sämtliche Schutztüren verschlossen. Sie kommen da nur runter, wenn sie sie manuell öffnen. Na toll. Oben im Turm. Alles klar. Jetzt muss ich aber auch noch dieses andere Signal hier benutzen. Was ist denn das überhaupt? In den Turm gehen. Ja, ja, ja. Du mich auch. Da, 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 da. Das ist wahrscheinlich so eine Art Verbindungstunnel zwischen dem Ort hier oben und... Kann mir mal einer erklären, wie der Typ hier oben hinkommt?
Raketenwerfer. Ja, das hat er eindeutig nicht ohne Grund noch hier liegen lassen. Yeah. Alles zum... Oh, drüber laufen.